Es ist ein Gesetz, das es so in Österreich noch nie gegeben hat. Erstmals sollen Bankanleihen, für die ein Bundesland garantiert hat, nicht zurückgezahlt werden. Es geht um Anleihen der Hypo Alpe Adria um knapp 900 Millionen Euro mit einer Landeshaftung von Kärnten. Diese Wertpapiere werden mit einem eigenen Gesetz für verfallen erklärt. Die Gläubiger bekommen keinen Groschen zurück. Seit die Regierung diesen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, hagelt es Kritik von Banken, von Juristen, von der Opposition und auch innerhalb der ÖVP, der Partei des Finanzministers, ist das Hypo-Sondergesetz nicht unumstritten. Immerhin gibt es etliche Verbindungen zwischen ÖVP und Finanzbranche. Nicht schon wieder die Hypo, das mag sich heute so manch einer denken, vielleicht besonders in den Reihen der ÖVP. Sondersitzung zum Thema Hypo-Sondergesetz. Ja, die ÖVP-Mandatare werden wohl dafür stimmen. Manche sind mit Bauchweh dabei. Jeder, der sich mit den Finanzmärkten ein bisschen näher beschäftigt hat, weiß natürlich, dass dieses Gesetz einige Begleiterscheinungen mit sich bringt, die absolut nicht erfreulich sind. Das heißt, die Finanzmarktstabilität ist extrem wichtig im Auge zu behalten. Zakostelski ist nicht nur Abgeordneter, sondern auch für den Raiffeisen-Konzern tätig. Er trenne seine Funktionen, nehme seine Expertise aber dennoch mit. Und ist damit in guter Gesellschaft. Einige ÖVP-Mandatare haben zum Teil wichtige Positionen im Raiffeisen-Konzern. Jakob Auer etwa oder Brigitte Jank oder Michaela Steinacker. Viele sagen zum Thema heute lieber gleich gar nichts. Jedenfalls gerade für die ÖVP ein schwieriger Spagat. Den Steuerzahler ebenso schützen wie den Wirtschaftsstandort Österreich. Man muss natürlich schon sehen, dass es jetzt durchaus am Finanzplatz Österreich an Vertrauen mangeln könnte. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass durch mögliche Nicht-Investitionen in Österreich Arbeitsplätze verloren gehen. Und dann gibt es noch Vorbehalte ganz grundsätzlicher Natur. Als Bauer ist mir der Eigentumsbegriff heilig. Und wir greifen jetzt in ein bestehendes Vertragsverhältnis ein. Und das ist sehr, sehr sensibel zu sehen. Was man da wohl nicht so gerne hört, sind Zurufe von außen. Ferdinand Mayer ist Generalsekretär beim Raiffeisenbund, legt aber Wert darauf, dass er heute als Ex-ÖVP-Abgeordneter über das Hypo-Sondergesetz spricht. Das ist ein dramatischer Sündenfall, weil ja daher die Frage der Sicherheit und der Berechenbarkeit der Regierung, des Vertrauens gegenüber der Regierung auf dem Prüfstand steht und schlussendlich auch, was heißt das für den Wirtschaftsstandort Österreich? Und dann gibt es zu allem Überfluss noch ein Gutachten im Auftrag eines vom Schuldenschnitt betroffenen deutschen Finanzunternehmens, das zum Schluss kommt, dass es verfassungswidrig ist, aus zwei Gründen. Zum einen wird das Grundrecht auf Eigentum verletzt, weil es zu einer Enteignung kommt. Zum anderen wird der Vertrauensgrundsatz verletzt. Die Investoren haben auf eine Gesetzeslage vertraut, auf ein Kärntner Landesgesetz, in dem die Haftung vorgesehen ist, und das streicht der Bundesgesetzgeber jetzt. Mayer rät den Ex-Kollegen, so nicht mitstimmen, noch Änderungen rausholen sonst. Naja, wenn das wirklich so bleibt, glaubt man, das sind lauter Lemminge, die irgendwo nachziehen, das, was darauf vorgegeben wird. Aber das stellen wir unter einem freien Mandat nicht vor. Für heute ist's überstanden. Jetzt gibt's erstmal Hypo-Pause und Anfang Juli kommt das Hypo-Gesetz zur Abstimmung ins Parlament.